So, haben Sie noch Fragen, werte Sandy? Nein. Also alles verstanden zu unserem neuen Job? Selbstverständlich, wir babysitten. Yes! Auf zum Babysitten! Sandy, hast du schon mal gebabysittet? Nö. Cool, ich auch nicht. Perfekt, let's go. Freunde, mein Name ist Easy Cheesy. Und mit dabei ist heute Sandy. Hi. Hi. Und wir gehen heute babysitten. Und zwar hier drüben. Ah, das ist ja mega, mega easy, easy. Mega easy ist das Ganze easy. Da sind wir auch schon. Sandy, magst du mal klingeln? Ja. Okay. Oh, hi Mädels, kommt rein. Okay, sind wir hier richtig? Ja, ihr seid die neuen Babysitter, oder? Ihr müsst auf meine Kinder aufpassen. Ja, das sind wir, genau. Okay, ich muss bald los zur Arbeit. Nimm du erstmal mein kleines Mädchen. Oh, die ist ja süß. Hallo. Okay, ich nehme sie. Ich hab sie schon. Oh Mann. Oh, die ist ja so süß. Ich möchte sie auch mal halten, Easy. Sie ist so putzig. Sie ist echt niedlich. Das ist meine. Ach nein. Sandy, du kannst dich um meinen Sohn kümmern. Das ist der kleine Lukas. Er ist 11 Jahre alt. Hi, Lukas. Lukas, sag hallo. Hallo. Oh, ich glaube, er mag mich nicht. Easy, kann ich doch das kleine Baby halten, bitte? Er ist nur etwas schüchtern. Also los, ich muss jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns dann heute Abend. Bis dann, Mädels. Okay, wir passen gut auf ihre Kinder auf. Tschüss. Nein, Sandy, du kannst das Baby nicht halten. Du kümmerst dich um Lukas und ich gehe mit dem Baby nach oben und gebe ihm das Schläschchen. Bis später. Okay. Komm, Lukas, lass uns Playstation spielen. So, komm her, kleines Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie sie überhaupt heißt, aber so, Kleine, da bist du jetzt drin. Wenn du willst, singe ich dir irgendwie ein Liedchen vor oder sowas. Nein, so geht es nicht. Nein, auf keinen Fall. Nein, lass mich. Oh, nein, was Easy. Was ist denn da los? Easy. Oh, Easy. Ich kann nicht vom Kind weg. Ach, Sandy, Easy. Was ist denn? Der ist unmöglich. Der ist nicht kontrollierbar. Er ist furchtbar. Er ist der Teufel. Ich möchte mich nicht mehr um ihn kümmern. Ich kümmere mich jetzt ums Baby. Sandy, du bist seit 10 Sekunden unten gewesen. Ich bin gerade mal hier hin. Okay, kümmer du dich ums Baby. So schlimm kann es doch wirklich nicht sein. Oh Gott. Ich muss mich erstmal beruhigen. Was ist denn hier unten los, dass er hier... Er hat doch gar nichts gemacht. Hey, ist rausgelaufen. Was zum... Warte, was ist... Nein. Nein, was ist jetzt passiert? Hat er den Kamin? Er hat Feuer gelegt. Oh mein Gott, Katastrophe. Sandy! Easy! Sandy, es brennt! Ich komme die Treppe nicht hoch! Nein! Hilfe! Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ich brauche einen Feuerlöscher! Schnell, wo ist er? Easy, wir sind gefangen hier oben! Easy! Ich hol kurz den Feuerlöscher aus dem Garten! Da sind wir schon! Oh nein, ich muss sie erstmal retten! Schnell die Treppe löschen! Oh mein Gott! Nein, 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 Easy, nein, nicht schnell. Das Baby! Was zum... Oh, da bist du! Da! Okay! Oh Gott sei Dank, schnell raus! Wir müssen raus. Die ganzen Zimmer löschen! Nein, ich krieg das schon hin! Ich einfach raus! Ich... Oh. Lass das Haus! Du hast Komm recht! Raus. Du hast recht, wir müssen wirklich gehen! Am besten... Schnell! Okay, okay, ich ruf kurz die Feuerwehr! Feuerwehr! Ja, 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 wir haben Feuer gelegt! Ich hab meinen gefunden! Ja, in Roblox Brookhaven Avenue Nummer 5! Kommen Sie schnell! Okay, Sandy, lebst du? Wir müssen den Jungen finden! Ich weiß nicht, wo der hin ist! Oh mein Gott, die Feuerwehr kommt zum Glück gleich! Tschüss, Feuerwehrmänner! Oh Mann, wir haben es geschafft! Das Haus brennt nicht mehr! Gott sei Dank! Der Junge ist wirklich richtig böse, Easy. Ist alles wieder gut hier drin? Ich meine, es sieht nicht aus, als wäre irgendwas großartig kaputt gegangen. Okay, pass auf, Sandy. Ich weiß nicht, wo der Junge ist. Wir müssen ihn irgendwie finden. Ich hoffe, er ist beim Feuer nicht verbrannt. Oh, genau. Wir haben ihn ja nicht mal gesucht. Stimmt. Da ist er doch. Haha, ich habe ein Feuer gelegt. Was ist das doch nicht lustig, ein Feuer zu legen? Also, ich fand's mega witzig. Ich glaube, ich lege gleich noch eins. Das kann doch nicht. Sandy, der will noch ein Feuer legen. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Das können wir nicht zulassen. Boah, wenn wir jetzt... Ich glaube, ich habe eine Idee. Bleib ruhig in der Garage. Die Erwachsenen müssen mal kurz reden. Weißt du, was ich glaube, Sandy? Kennst du was? Diesen Film mit dieser Puppe? Die heißt Megan. Ja. Kennst du den? Ich habe den nie gesehen. Aber ich habe gehört, dass Megan Kinder besser unter Kontrolle halten kann. Das stimmt. Vielleicht könnte einer von uns sich als Megan verkleiden und damit könnten wir den Jungen in den Griff kriegen. Ja, am besten du. Die hat nämlich blonde Haare, diese Megan. Oh, okay, okay, okay. Dann versuche ich mir mal eine Verkleidung zu besorgen. Bis gleich. Perfekt, bis gleich. So, Freunde, wir haben uns verkleidet als Megan. Was sagt ihr dazu? Oh, Sandy, du bist schon... Easy? Ja, das bin ich. Bist du's? Ja, ich bin's. Guck mal, ich habe mich sogar ein bisschen kleiner gemacht. Ich habe flache Schuhe angezogen. Boah, du siehst total aus wie Megan. Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt. Ja, oh mein oder? Gott, der Junge wird es so glauben. Oh mein Gott, komm mit.
Okay. Wir müssen aber irgendwie immer erzählen, dass ich das bin, weil ich weiß nicht, ob er mich so erkennen würde. Aber guck mal, ich habe die Haare so dunkelblond gemacht, weil sie hat ja so dunkelblonde Haare. Und dann das Outfit hat sie meist so was Beiges an. Und ich habe nichts Blaues gefunden, Sandy. Sie hat meist so eine blaue Riesenschleife. Aber ich glaube, das aber geht schon. Aber du hast ja auch eine Schleife. Das wird er nicht erkennen. Das du siehst exakt so aus wie sie. Das ist richtig cool. Okay, cool. Dann lass mal versuchen. Du kannst einfach sagen, dass ich keine Lust mehr hatte auf den Job und dass ich deswegen gegangen bin. Oh, gute Idee, Easy. Okay, Sandy, lass rein, aber du musst vorgehen und mich vorstellen. Lukas, guck mal, ich hab dir eine Megan besorgt. Die wird jetzt ab sofort auf dich aufpassen. Eine Megan? Was ist denn das? Es ist eine KI, eine Puppe, die jetzt auf dich aufpasst. Ich bin Megan. Wie heißt du? Ich bin Lukas. Was soll das? Ich bin ein Roboter, Lukas. Wir können coole Sachen zusammen machen. Ein Roboter? Wie cool ist das denn bitte? Ja, du hast richtig gehört. Ich bin ein Roboter. Mein Name ist Megan. Also, wollen wir vielleicht ins Kino gehen? Kino klingt super. Okay, dann lass uns gehen. So, dann sollten wir auch los, Lukas. Dann komm mal. Sandy, komm, du kannst auch mitkommen. Okay, Lukas. Gehen wir ins Kino. Da sind wir auch schon beim Kino. Dann komm mit, ich kenne einen tollen Film. Der heißt Megan. Aber ich glaube, dafür bist du noch nicht alt genug. Na gut, dann wollen wir mal reingehen. Boah, um die Zeit echt ins Kino. Das hätte meine Mama mir nie erlaubt. Tja, jetzt hast du ja mich. Mal schauen, welchen Film wir gucken. Den hier oder der hier. Der ist besser. Oh, guck mal, Sandy sitzt auch schon hier. Setz dich ruhig. In etwa so cool wie ich. Ist das der neue Rapunzel-Film, Sandy? Ich glaube schon. Oh Mann, das ist ja klasse. Ich liebe Rapunzel. Ich auch. Jetzt noch ein bisschen lecker Popcorn. Schmackhaft. Ich kann die Pizza zwar nicht riechen, aber ich bin mir sicher, sie ist lecker. Pizza um 11 Uhr abends. Das ist ein mega cooler Abend. Du bist die beste, Megan. Ja, habe ich schon gehört. Ich freue mich auch, dass du dich jetzt wirklich mal gut benimmst. Wie sollte ich auch nicht? Es ist echt cool, mit dir abzuhängen. Dann komm mal mit. Es wird langsam Zeit, dass wir nach Hause gehen. Deine Mama ist bestimmt schon da. Schau mal, da draußen ist Sandy. Sandy, was hast du denn da? Schau mal, ich habe einen Hund gefunden. Oh, er ist so süß. Oh, der ist echt niedlich. Ich behalte ihn, er gehört jetzt mir. Pah, ich hasse Hunde, Hilfe! Du hast Hunde? Okay, ich mach ihn schon weg. Komm, wir gehen schnell. Schnell weg von dem Hund, Sandy, du musst den Hund loswerden. Er hat Angst vor Hunden. Da sind wir ja schon zu Hause. Okay, warte, ich bring dich mal kurz oben ins Bett. Zähne putzen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich bring das Baby ins Bett. Ja, du musst ihm auch die Zähne putzen. Nein. Hat's schon Zähne? Ich muss noch Windel wechseln. Ah, okay, alles klar. Dann gehen wir mal kurz ins Bad. So, bist du fertig? Okay, dann ist ja gut. Langsam wirst du auch ein bisschen schwer für mich. Dann geh mal ab ins Bett jetzt hier. So, Lukas, dann schlaf schön und benimm dich. Gute Nacht, Lukas. Schlaf gut. Du bist auch da. Hast das Baby schon hingelegt? Okay. Selbstverständlich. Gute Nacht. Du bist die beste Babysitterin, die man sich wünschen kann. Danke, Lukas. Wir sehen uns dann morgen oder beim nächsten Mal. Gute Nacht, Baby. Schlaf schön. Psst. Wächst es uns auf. Du hattest heute auch einen echt einfachen Job. Ach, das Baby ist so süß. Was machen wir jetzt eigentlich? Müsste die Mutter nicht bald nach Hause kommen? Bestimmt, oder? Wir haben so viele Stunden hier schon verbracht. Merkwürdig. Lass uns mal gucken, wo sie bleibt. Da ist sie ja schon. Schau mal. Wir sind fertig mit Babysitten. Es war alles gut. Die Kinder schlafen. Beide. Das ist aber schön zu hören. Ich habe meine Kleinen wirklich vermisst. War alles in Ordnung? Ja, also abgesehen von einem kleinen Desaster heute Morgen. Aber Lukas hat sich jetzt echt benommen. Sag mal, wer bist du überhaupt? Ich habe dich hier gar nicht gesehen. Ich bin Easy. Ich habe mich nur umgezogen. Aber deine Haare sehen auch anders aus. Bist du nicht diese komische Puppe? Was für eine Puppe? Was? Ich? Nein. Doch, du bist diese Roboterpuppe, Megan. Du hast auf meine Kinder aufgepasst? Ich glaube, ich muss dich töten. Was? Wieso das denn? Ich habe gar nichts gemacht. Dein letztes Stündlein abgeschlagen. Lauf! Sandy, lauf schnell! Wir müssen weg hier! Ich dachte, wir wären noch bezahlt! Nur weil sie mich für Megan hält. Ich bin doch gar nicht die Echte. Das war's mit unserer heutigen Roblox-Folge. Brookhaven spielen als Megan. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut bei Sandy vorbei. Und hasta la pasta! Tschüss!